Spinsti verliebt sich. In einer lauen Sommernacht, die Sonne hat grad Schluss gemacht, der Mond wirft ihr ein Küsschen zu und sagt, mein Schatz, nun geh zur Ruhe. Da hört man deutlich jammervoll den Spinsti stöhnen, laut und doll. Margeisti deckt den Tisch noch ab, dann fragt sie ihn, was er denn hat. Ich weiß es nicht, mir ist so schwer ums Herz, da fühle ich mich so leer. Ich hab euch lieb, dich und Papa, doch fehlt mir irgendetwas da. Er zeigt auf seinen Herzensfleck, Margeisti schaut und überlegt. So geh hinaus in unseren Wald, dort schwinden deine Sorgen bald und üb im Geistern dich da draußen, damit dir schnell vergehen die Flausen. Sie denkt sich ihren Teil dabei, der Geist ist nicht von Liebe frei. So geht der junge Geist hinaus ins Dämmerlicht, es graust ihm vor der unbekannten Macht, die sich in ihm hat breit gemacht. Er fühlt sich einsam und allein. Kann nicht ein Baum mein Freund heut sein? Kein Baum ist da, der mit ihm spricht. Er geht allein im Mondeslicht, betrübt und ohne Ziel umher. Er stöhnt und seufzt und immer mehr fühlt er die Einsamkeit in sich. Das ist kein Leben mehr für mich. Er denkt daran, nicht mehr zu sein. Da hört er eine Stimme fein. Von fern ertönt ein zartes Lied. Er lauscht und sucht und plötzlich sieht er eine zierliche Gestalt. Sie kniet am Weiher, nah am Wald, schaut traurig in den See hinein und singt ihr Lied, ist ganz allein. Ich hätte gerne einen Freund, der zu mir hält, es ehrlich meint und der mich tröstet, mich versteht, dem nicht egal ist, wie's mir geht. Er nähert sich und bleibt dann stehen. Er sieht, was er noch nie gesehen. Ein Mädchen, ihre Schönheit gleißt. Sie ist allein und auch ein Geist. Leis nähert er sich ihr geschwind. Es zieht ihn hin zum schönen Kind. Sein Herz ist plötzlich leicht und voll. Noch weiß er nicht, was all das soll. Hallo, so ruft er unbeholfen. Doch sie erschrickt von seinem Rufen. Und als sie ihn im Mondlicht sieht, da springt sie auf, erschreckt und flieht. Er steht noch eine Weile stumm im dunklen Wald am See herum. Dann geht er in Gedanken verloren nach Haus und fühlt sich neu geboren. Margeisti schaut auf ihren Sohn und fragt in mütterlichem Ton. Hast du die Laune überwunden? Doch Spinsti ist ganz schnell verschwunden. Er schließt die Tür hinter sich zu. Er will allein sein, will in Ruhe darüber grübeln, was ihn heut und auch warum hat so erfreut. Margeisti zu Margeisti sagt, ich glaube, unser Sohn, der hat etwas erlebt, das ihn verwirrt und ihm im Geiste nun rumschwirrt. Sprich du doch einmal mit dem Jungen. Mir ist es leider nicht gelungen, etwas aus ihm herauszubringen. Vielleicht wird dir es mehr gelingen, ihm sein Geheimnis zu entlocken. Der Vater fragt die Frau erschrocken. Braucht Spinsti einen Hustentrank? Ich glaube, er ist liebeskrank. Margeisti überlegt sich viel. Ihn abzulenken ist sein Ziel. Sogleich will er es ausprobieren. Hilf mir die Rüstung reparieren. Doch Spinsti stöhnt in einem fort. Er möchte einfach zu dem Ort, wo gestern er war, wieder gehen, um sie zu treffen, sie zu sehen. Der Vater sieht des Sohnes Qual und lässt dem Sohn allein die Wahl, entweder weiter rumzustöhnen oder in den Wald zu gehen. Er zögert keinen Augenblick, nichts hält ihn mehr davon zurück.
Schnell läuft er in den Wald hinein und sieht im hellen Mondenschein, wonach es ihn so sehnsuchtsvoll verlangt hat. Denn jetzt klopft ganz doll sein Herz, als er das Mädchen sieht. Sie ist der Grund, was ihn so zieht. Von Weitem ruft er ihr schon zu. Hab keine Angst, ich bin wie du, ein junger Geist, wie du allein. Wir könnten doch auch Freunde sein. Das Mädchen zögert in der Flucht. Sie lauscht der Stimme, die da ruft. Sie klingt vertraulich und sehr zart. Beruhigend ist auch ihre Art. Sie dreht sich um. Er steht vor ihr. Er ist betört von ihrer Zier. Bekommt kein einzig Wort heraus. Das Mädchen lacht ihn freundlich aus. Nun mach den Mund mal wieder zu. Ich heiß Geistine. Wie heißt du? Doch Spensti steht versteinert da. Das Glück ist ihm so schrecklich nah. Wollen wir gemeinsam etwas spuken? In Nester und in Höhlen luken? Wir machen ganz viel Narretei und haben unseren Spaß dabei. Bevor sich Spensti hat besonnen, hat sie das Spiel bereits begonnen. Ich heiße Spensti, ja sehr gern, so lass uns geistern nah und fern. Sie starten ihren Spaß sogleich, beginnen mit dem Spiel am Teich. Die Fische sind ihr erstes Ziel, sie zu erschrecken ist ihr Spiel. Uhu, 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 ne Gänsehaut bekommst jetzt du! Ein Barsch blickt aus dem kühlen Nass und spricht, wie albern ist denn das? Ich bin ein Fisch und habe Schuppen, die Haut der Gans kann mich nicht jucken. Was sollen solche dummen Sachen? Darüber kann ich doch nur lachen. Sie laufen weiter in den Wald und finden eine Wohnung bald. Ganz oben auf dem Baume thront ein Kobel und scheint auch bewohnt. Im Kobel schläft das Eichhorn klein. Es hüllt sich in den Blättern ein. Mit viel Getöse und Uhu versuchen beide nun partout das Tierchen fröhlich zu erschrecken. Doch dieses lässt sich gar nicht necken. Es macht ganz müd ein Auge auf und ruft, hört mit dem Unsinn auf. Und weiter geht das frohe Spiel. Im Baum sehen sie das Domizil von Herrn Gevatter Fuchs, dem Schlauen. Der ließ sich diese Höhle bauen. Im Baum hat sich der Fuchs zur Nacht es wohlig und bequem gemacht. Die beiden rauschen um den Baum und kichern laut, man glaubt es kaum. Der Fuchs faucht wütend aus dem Loch. Wer fürchtet sich vor Geistern noch? Ich mach jetzt meine Höhle dicht, lasst mich in Ruhe und nervt mich nicht. Ein Bär tritt aus dem Dickicht vor und brummt den beiden laut ins Ohr. Was wollt ihr hier in meinem Wald? Verschwindet beide, und zwar bald! Geistine bebt am Leib, wie toll! Doch Spensti, mutig, ehrenvoll, stellt sich beschützend vor sie hin und ruft dem Bären zu. Ich bin ein Geist von meines Vaters Schloss, und dieser Wald, so tief und groß, gehört zu unserem Besitz. Verlass ihn schnellstens wie ein Blitz. Der Bär will keine Diskussionen. Mit Geistern wird es sich nicht lohnen, im Streit zu sein um Recht und Gut. Dazu fehlt ihm dann doch der Mut. Er trottet weg und ziemlich bald wird es ganz still im dunklen Wald. Geistine sagt, ich muss nach Haus. Für heute ist das Spuken aus. Wir können morgen weitermachen, gemeinsam geistern und auch lachen. Komm wohl nach Haus und gute Nacht. Mit dir hat Spuken Spaß gemacht. Schnell ist sie weg und Spensti glaubt vor Sehnsucht seines Sinns beraubt, froh nie mehr ohne sie zu sein. In dem Bewusstsein geht er heim. Am nächsten Tag, ohne Rast und Ruf, stürmt Spensti auf den Wald froh zu. Er hofft, sie wartet auf ihn schon. Das ist für seine Eile Lohn. Er reicht den Wald ganz atemlos. Jedoch, wo ist Geistine bloß? Er sucht sie überall im Wald. Doch seine Freude schwindet bald, denn nirgendwo ist sie zu finden. Er ruft und sucht,
Doch langsam schwinden seine Hoffnungen dahin. Es hat wohl alles keinen Sinn. Betrübt geht er nach Haus zurück, beraubt von seinem großen Glück, schließt er sich in sein Zimmer ein. Er will niemals mehr glücklich sein. Die Eltern, voller großer Sorgen, das Leid bleibt ihnen nicht verborgen, denn Spenst, die isst und trinkt nicht mehr, sagt nicht ein Wort und leidet sehr, beraten, was zu tun nun sei. Da hören sie draußen laut Geschrei. Ein Diener ist's vom Nachbarschloss, macht ein Getöse laut und groß, erzählt von einer großen Schand, die sich ereignet hat im Land. Es kam ein Ritter, stolz geehrt, auf einem rabenschwarzen Pferd und raubte seine Herrschaft keck Geistine einfach weg vom Fleck. Er nahm sie mit in sein Revier, nun soll sie geistern nur noch hier. Als Spenst, die dieses hat vernommen, ist ihm sofort der Plan gekommen, die Liebste sich zurückzuholen, die dieser Schelm ihm hat gestohlen. Er eilt zum Ritter voller Wut, die Wut tut seinem Mut sehr gut und packt ihn gleich bei seiner Ehre, indem er ihm erteilt die Lehre, dass Geisterraub kein Kunststück ist und überhaupt nicht ritterlich, dem anderen das Glück zu stehlen und dem Geraubten zu befehlen, an einem völlig fremden Ort herumzuspuken und sich dort ein neues Leben zu gestalten. Das kann kein Geist im Geist aushalten. Er wird vor Kummer blass und klein und kann alsbald kein Geist mehr sein. Stattdessen kommen mehr und mehr Dämonen her und schaden sehr. Die rächen diese böse Tat und jeder Bösewicht, der hat in seinem Leben nie mehr Ruh, weil sein Gewissen setzt ihm zu. Drum bitte ich dich wirklich sehr, bei deiner ritterlichen Ehr, gib ihr die Freiheit schnell zurück und mir mein allergrößtes Glück. Wenn deine gute Tat vernommen, wirst du einst einen Geist bekommen, der frei und froh mit dir will sein und spuken gern in deinem Heim. Der Ritter denkt, das ist nicht schlecht. Wenn dieser Geist hat wirklich recht, dann werde ich mit guten Taten auf einen guten Geist gern warten. Er lässt Geistine sofort frei, entschuldigt sich noch höflich bei dem Diener, Spensti und Geistine mit neuer ritterlicher Miene. Bereut aufrichtig seine Tat, was allen angetan er hat. Voll Glück Geistine stürmt im Nu auf ihren holden Retter zu. Als Spensti ihre Arme fühlt, wird alles in ihm aufgewühlt. Ein Blitz durchzuckt ihn wonniglich im Herzen, fühlt er einen Stich, der ihn für immer hat verwundet und seine Einsamkeit beendet. Auf ihrem Weg nach Haus zurück empfindet Spenst die größtes Glück. Allein wird er niemals mehr sein, denn seine Braut, die führt er heim. Er hält sie ganz fest an der Hand. Es ist ein ganz besonderes Band, das beide nun so stark verbunden. Sie haben Schlimmes überwunden. Die Not erfordert seinen Mut und sie tut seinem Herzen gut. Man raunt sich zu, von Baum zu Baum. Da kommen sie, es ist kein Traum. Er hatte bei der Suche Glück und bringt sie heil nach Haus zurück. Die Eule ruft, uhu, uhu, ein wahrer Held, ja, das bist du. Der Fuchs ist seines Lobes voll. Das kleine Eichhorn klatscht wie toll. Der Mond erstrahlt in seinem Schein. Die rechte Braut, die führt er heim. Magaisti kommt herbeigerannt. Pagaisti wartet ganz gespannt. Von dem Erfolg erfuhr er schon und freut sich über seinen Sohn. Magaisti ist total entzückt von Spenstis Brautwahl, hochbeglückt. Die Vögel zwitschern aufgeregt. Sie sind verliebt, sie sind verliebt. So seht doch dieses schöne Paar. Fink,
Amsel, Drossel und der Star, sie fliegen über beide hin und bilden einen Baldachin. Was könnte noch ihr Glück versüßen? Wenn beide sich nun endlich küssen.